Hallo zusammen, herzlich willkommen zum heutigen Workout. Es erwarten euch zwei Intervallteile und zwei Kraftübungsteile. Einmal mit Fokus auf den Po und einmal mit Fokus auf den Rumpf, also für eine starke Mitte. Ja, lasst uns starten. Wir starten mit Side to Side. Arme schwingen erstmal mit. Sehr gut. Und die Schultern kreisen. Vier, drei, zwei und
zum Stehen kommen. Großen Schritt mit rechts nach vorne. Ausfallschritt. Hoppala. Viel der Balance halten. Feder. Becken vor, Brust raus. Und halten. Noch vier. Drei. Zwei. Beide Hände neben dem Fuß. Linker Arm auf und zu. Auf und zu. Blick vor der Hand. Rippenbogen geht auf. Vier, drei, zwei, eins. Beide Hände neben dem Fuß, anderen Fuß zurück und langsam die Fersen abrollen. Noch vier, drei, zwei und ein bisschen schneller. Hopp, hopp, hopp. Drück mir schön gerade Popo in die Luft. Noch vier. Drei, zwei, beide Fersen gleichzeitig zum Boden dehnen. Bleibt in der Dehnung. Noch vier, drei, zwei, den linken Fuß zwischen die Hände nach vorne. Wieder den Ausfallschritt Becken vor Brust raus und Feder. Noch vier. Drei, zwei, beide Hände neben dem Fuß, rechter Arm auf und zu, auf und zu, Blick vor der Hand. Vier, drei, zwei, der letzte, beide Hände neben dem Fuß, anderen Fuß zurück und abrollen, setz die ganze Fersen abwechselnd zum Boden. Noch vier. Dazwischen.
Ferse. Nicht nachlassen, komm. Danach kommen die Ferse super hoch. Und danach ist schon die erste Runde. 10 Sekunden noch. Halt!
Beinhöhe. Vier, drei, zwei. Hand auf die Matte. Das Bier zu. Arme lang und kurz durchatmen. Wir richten uns auf und gehen in den seitlichen Plank. Wer möchte, kann auch mit den Knien auf dem Boden, ansonsten hier oben. Alle da, Hand einstützen. Ellbogen unterm Schultergelenk. 4, 3, 2 und den Arm nach oben. Decken jetzt hier ganz weit oben. Hier durchgestreckt, hoch fest. Und halte. Noch 4, 3, 2. Wer möchte, nimmt den Fuß nach oben. Und wir halten. 8, 7, 6, 5. Noch 4, 3, 2. Und hier oben einfach noch halten. Allerletzte. 8. Versprochen. Halten, halten. Weg nochmal ein bisschen höher. Sehr gut. Gleich geschafft. Nur noch. 4, 3, 2. Und einmal nach unten kommen. Der Arm, der hier oben ist, kommt nach vorne. Der Arm, den ihr euch abgestützt habt, kommt um die Rippen. Beinahe bin ich angekillt. Trizeps. Ellbogen beugen und strecken. Tief und hoch. 8, 7, 6, 5. Noch 4, 3. Beuchel tief mit der Schulter. Und dann halten. Und ein bisschen wieder. Ihr seid fast auf der Matte mit dem Oberarm. Allerletzte. 4, aufhören. 3, 2. Und einmal lösen. Arme ausschütteln. Durchatmen. Ihr könnt hier trinken, wenn ihr wollt. Andere Seite. Also, kommen wir dann in den Vierfüßlerstand. Jetzt kommt das linke Bein. Das andere Bein wird angewinkelt. Hände sind unter den Schultergelenken. Knie unter dem Hüftgelenk. Und wir gehen hoch. Fußspitze anziehen, Ballen gerade zurück. Okay, 8, 7, 6, 5. Noch 4, 3, euer Bauch ist fest. Genau, 2. In 2 Stufen. Hoch, hoch, ran. Das Bein gerade zurück. Hoch, hoch, ran, ran. Hoch, hoch, ran. Und ran. Hoch, hoch, noch wieder Tempo und wir gehen. Hoch und lang. Hoch und lang. Noch 4, 3, 2, 1. Oben halten, Federn. Das Knie geht hoch und tief im Takt. Dann komm, ein bisschen schneller. Zack, zack, zack. Noch 4, 3, 2. Ellbogen zum Knie, 3, 2 und das
Wieder aufrichten. In den seitlichen Gelenk. Der rechte kann auch wieder auf die Knie. Ansonsten sind wir hier oben. Hand einstützen. Sehr gut. 4, 3. Thank you.
Bock? Na kommt, schön ordentlich gearbeitet. Sonst geht es zu sehr auf den Rücken, das wollen wir nicht. 5 Sekunden noch. Danach radeln wir. 3, 2, 1. Hey, noch nicht die Schakoppe radeln. Und gib Gas. Und noch 30 Sekunden aus. Die Knie Richtung Boden. Nicht hier zur Bauchnadel hin. Schultergelenken.
Tipp. Nur mein Tipp. Noch 4. 3. 2. Knie auf die Matte. 8 mal Liegestütz. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Bauch gerade auf die Matte. Aber mal noch hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Nur noch 4. 3. 2. Letzte Runde in den Plank. Halte. Letzte Runde. Letzte Runde. Bauch fest. Po fest. Wir halten nochmal hier oben. 4. 3. Rechtes Bein nach oben. Läuft mal links. Links. Rechts. Links. Noch 4. 3. 2. Knie auf die Matte. 8 mal Liegestütz. Nur 8. 7. Popo fest. Nasenspitze. Zur Matte runter. Noch 4. 3. 2. 1. Und den Bauchnabel auf die Matte hochhalten. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Arme und Beine hoch. Noch 4. 3. 2. Die letzten 8 Endspuren. Arme und Beine hoch. Hoch. Und tief. Hoch. 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 Nur noch. 4. 3. 2. 1. Und abliegen. Geschafft. Tief ein- und ausatmen. Und ich wechsle die Musik. Im Bauch. Ich habe die Weihnachtsstimmung für uns angemacht. Rechtes Bein, Ferse zum Hoch. Das Fußgelenk umfassen und den Fuß zu euch ranziehen. Einmal lösen. Die andere Seite und den Oberschenkel dehnen. Beide Hände nehmen das Gesicht und die Arme strecken. Tief ein- und ausatmen. Komm zurück, Arme lang hinten auf die Fersen ablegen. Schultern durchhängen lassen. Zu mir. Die Fußflächen aneinander und die Knie jetzt nach außen dehnen. Der Oberkörper ist gerade. Kann man in den Schneidersitz kommen? Den Trizeps dehnen.
bleiben, auf dem Boden, Knie durchstrecken und halten. Nase nochmal Richtung Knie und langsam Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Und oben mit den Schultern kreisen. Atmet einmal tief ein. Und aus. Tief ein. Und aus. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal.